Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schauen wir doch mal, wie wir das jetzt machen. Ich muss hier irgendwie raus. Sollen wir einfach abhauen? Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Okay, okay, okay. Freunde, ja, ey, wie immer natürlich, dickes Dankeschön für euer Feedback, für euren Support. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da, würde mich sehr freuen. Jetzt muss ich aber hier nicht runterschießen, oder? Nur an die Konsole gehen, oder was? Checkt gerne weiterhin die Videobeschreibung ab. Macht beim Gewinnspiel mit, Social Media gerne folgen. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Schäfer! Okay, warum geht das jetzt nicht mehr? Achso. Wir müssen erstmal wieder aktiv werden. Okay. Eine weniger. Was hast du vor? Was hast du vor? Sag ich dir nicht. Na also. Na los. Na los. Nein, kein Bock. Wow, 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 wow! Wo kommt er denn her? So, einer noch, oder? Yes! Das war's aber dann schon, wirklich? Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Los, komm schon. Oh, ich muss den Hauptdraht kappen. Au! Schreist du jetzt? Nein. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten. Wo ist die Scheiße denn? Der Draht hat die Kopplung ist das gehalten. Genauso ich muss wie alle abschießen. Wir sind noch zwei Kopplungen am Draht. Ja, ist ja gut. Nur noch eine! Let's go, das war doch die letzte, oder fehlt da noch was? Jetzt aber. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Weshalb dir den ganzen Spaß allein zu gönnen? Verflucht! Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Was zum Teufel, mit wem hat er jetzt geredet davor? Und denkt er wirklich, wir sind tot? Ich muss einen Ausgang. So dumm ist er doch nicht, oder? Da fließt Wasser. Vielleicht gibt's. Ja, vielleicht. Und die Phantome sehen so hart aus wie die Viecher aus Dingens. Aus Matrix. Komm, komm. Ah, ist ja die eine, die dabei ist von der Gruppe, ist ja. Ist ja die Schauspielerin von Matrix. Mist! Vielleicht geht's da oh unten. Shit! Ich muss jetzt hier erstmal raus und dann versuchen wir irgendwie mal zusammenzufassen, was da eigentlich alles
abgegangen ist gerade. Scheiße. Wo muss ich jetzt hin? Noch mehr Phantome. Ich bleibe lieber unentdeckt. Da durch oder was? Durch die Tür? Das war nämlich schon krass, was jetzt abgegangen ist. Komm, komm, komm! Oh. Noch mehr Phantome. Ich bleibe lieber unten. Ja, wir haben es verstanden. Huh, okay, okay, okay. Ja, was ist da passiert, Alter? Die Frage ist, die ich mir stelle, sind es alles Klone von irgendjemandem von damals? Oder nur Beta? Dass sie auch eine... auch ein Klon ist von Zobek, oder? Ist nur sie ein Klon? Und die Gruppe hat sie erschaffen, damit die hier irgendwie vorankommen. Weißt du? Also Fragen über Fragen. Und warum können die solche Maschinen kontrollieren, die wir noch nie gesehen haben? Es geht hier ab, ey. Was geht hier ab, ey? Das was? Ja, ist doch gut. Bleib weiter! So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das Wasser fließt irgendwo hin. Zu einem Ausgang? Ey, das sieht aus wie die Müllpresse aus Star Wars, Mann. Schnell raus hier. Bevor es eng wird. Und vor allen Dingen, woher kennt Silence die? Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Vielleicht sind es auch irgendwie, keine Ahnung, Mann. Ich spinne jetzt komplett rum. Das sind vielleicht auch einfach Androidenkörper, wo die ihre eigenen Geister hochgeladen haben, weißt du? Leute, die damals da mitgearbeitet haben, haben einfach irgendwie ihren Geist in eine Maschine geladen. Als wäre das nicht möglich. Also, möglich ist es auf jeden Fall. Ich meine, die haben Killermaschinen erfunden quasi. Perfekt. Das sah nicht sehr gut aus. Rost. Das war... Ich muss... Hey, hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Oh.
Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich
Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Ich muss jetzt aber mal wirklich sagen, wann ist es zwischen denen passiert? Zwischen ihm und ihr? Wir sind doch gerade erst quasi gegangen, wo der noch verletzt war, weil er getreten wurde von diesem einen Boss, den wir hatten. Und jetzt hat er schon eine Alte am Start, rettet uns plötzlich. Ist schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen so, ja, so ein bisschen extra konstruiert, wa? Naja, egal. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Sau. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist?
Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht wird das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Tja. Okay, alles verheilt. Wer sind die? Ja. Dann ist die Frage, wer die sind. Die Gefahren der Jagd erfordern. Die Gefahren der Jagd. Was hast du denn hier? Gar nichts. Nur Scheiße eigentlich. Hochwertige Ausrüstung. So, Waffen-Upgrades immer noch nichts. Was fehlt denn hier, ey? Grieberklang müsste immer. Müsste man mal richtig abballern, ne? Den Scheiß. Oder kann man das kaufen? Nee. Aber ich könnte es mal markieren, hoffe, eigentlich. Wir sehen uns wieder. So. Hallo. Also, Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Noch irgendwas? Nee. Ich muss Val und so in Rheinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber zuerst sollte ich mich etwas umschauen. Mal sehen, was hier zu finden ist. Ich würde aber trotzdem... Ich glaube, ich hole mir das kurz.
Ich hole mir das. Ich hole mir das kurz eben. Upgrade die Knarre. Die Knarre wahrscheinlich, ja, den Bogen halt. Die Knarre. So, Gräberklanghülse. Feuer schädigt sie. Gräberklanghülse. Ich sehe es aber nicht, was das Teil ist. Warte mal. Muss kurz hier rein, oder? Warte. Ist es vorne am Hals gewesen? Ja, okay, das vorne. Okay. Komm her, du Sau. Jawohl. Das müsste es, glaube ich, schon sein. Ja. Easy. Und weg hier. Weg. Gut. Das ist schon ganz cool, Mann. Ohne Scheiß, das ist schon ganz cool, dass du es wirklich schön markieren kannst. Also zum einen markieren kannst, was du brauchst. Zum anderen dann markieren kannst. Bei den Viechern quasi. Ja, reisen wir dorthin. Und das ist dann easy jagen, ganz schnell. Eigentlich ganz chillig. Ganz chillig gemacht, finde ich. Selbst wenn die Landgötter auf unserer Seite wären. Selbst wenn die Landgötter auf unserer Seite wären. Von Jäger zu Jäger. Aufpassen beim Laufen. Ja, ruhig denn. So. Okay, gönnen wir uns das. Bam, Junge. So. Und dann würde ich sagen, Spule. Und machen wir natürlich Säure drauf, oder? Warte mal. So. Spulen bearbeiten. Säure natürlich. Zack. Boah. Fertigkeitspunkte. Eindringlinge. Ja, komm. Mach dich für Gegner schwerer sichtbar. Ja, das ist natürlich ganz geil. Leiser Speer. Und das auch. Leise Bewegung. Ja, okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Hab ich doch schon gemacht. Ihr kommt zu spät. Ja, wir hören hier auf. Und machen beim nächsten Mal weiter vorne. Danke fürs Zusehen. Schaut mir gerne mal eure Gedanken, wie gesagt, zu den ganzen Geschehnissen in die Kommentare, was hier abgeht. Vielleicht sind die auch alle nach Sobek gemacht, die ganze Truppe. Kann ja auch sein, weil die Alpha, Beta und so sich nennen. Kann ja auch sein, ne? Wer weiß. Wir werden sehen, was da abgeht. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.